Retrospektiv. Retrospektiv. Den Archivregalen übergeben und bis heute nicht gezeigt. Privat gefilmte Aufnahmen von Adolf Hitler bei Familie Wagner in Bayreuth. Hauptstaatsarchiv München. Hier lagert seit 2 Jahren der Nachlass der Brüder Wieland und Wolfgang Wagner. Insbesondere der filmische Nachlass von Wolfgang Wagner, um den sich viele Gerüchte ranken, wurde jetzt aufgearbeitet. Welch brisantes Material fand sich wohl in diesen rostigen Filmdosen? Also es handelt sich hier um die originalen Filmrollen der Filme, die Wolfgang Wagner von dem Besuch Hitlers bei seiner Mutter in Bayreuth gedreht hat. Der 1936 17-jährige Wolfgang Wagner drehte Privataufnahmen von Hitler, der ihm die Kamera geschenkt hatte. Überraschend, denn so unmittelbar und uninszeniert sahen wir Hitler noch nie. Es ist ein Einblick, den man sonst vielleicht so nicht haben kann, in dieses private Milieu dieser Familie Wagner, in diesen inneren Circle sozusagen. Das ist für den Historiker interessant. Es bietet neue Einblicke, neue Erkenntnisse, einen neuen Zugang vielleicht auch zu der Person Hitlers in gewisser Weise. Aber dass diese enge Symbiose mit der Familie bestand, das wusste man ja ohnehin. Das ist also nicht neu. Ja, neu ist dieser visuelle Eindruck, den wir gewinnen können. Die Bilder zu sehen, das ist etwas besonders Eindrückliches. Die Mimik, auch die Mimik im Gesicht Hitlers, im Gespräch mit Winifred, auch wie man sieht, dass er zuhören kann. Bayreuth, sagte Hitler, hat das geistige Schwert geschmiedet, mit dem wir heute fechten. In diesem Bewusstsein wurde er hier Stammgast in Bayreuth und besuchte regelmäßig die junge Festspielchefin Winifred Wagner, mit der er seit 1923 befreundet war. Also ich glaube ganz sicher, dass sie in ihn verliebt war. Sie hat ihn auf jeden Fall sehr verehrt, aber sie war wahrscheinlich auch richtig in ihn verliebt. Dieser Mann, der so alle ihre Vorstellungen erfüllte, war natürlich eigentlich eine Idealvorstellung. Ich denke auch, dass sie alles einfach ausgeblendet hat, was ihr so zu Ohren gekommen ist von den Missetaten und von den unguten Dingen des NS-Regimes. Das wollte sie nicht hören, davon wollte sie sich überhaupt nicht beeinflussen lassen, denn sie ist ja bis zu ihrem Lebensende eine treue Anhängerin Hitlers geblieben. Ja. Und ich meine, wir alten Nationalsozialisten haben nach dem Krieg einen neuen Decknamen erfunden, da man in aller Öffentlichkeit ja nicht über ihn reden konnte. Und wenn man über ihn reden wollte, dann haben wir ihn USA genannt. Das heißt auf Deutsch unser seliger Adolf. Hans-Jürgen Süberberg war einer der wenigen, die den Hitler-Film von Wolfgang Wagner schon früh zu sehen bekamen. Wir zeigen ihm den Fund aus dem Archiv, er vergleicht ihn mit Bildern, die er sich damals kopiert hat, und entdeckt Lücken. Ja, und jetzt kommt die interessanteste Szene überhaupt, das ist der Wieland und der Hitler zusammen. Und da, jetzt gibt es die berühmte Szene, wo der Hitler plötzlich auf dem Rücken vom Wieland etwas macht. Im Unterschied zu dem Film, den ich kenne, von damals gesehen, 75, bei Winifred, als wir die Winifred interviewt haben, fehlt da was. Hitler mit verschränkten Armen, Wieland, wie ein Schuljunge wartend, was kriegt, sagt der Lehrer. Und jetzt kommt die Hand vom Lehrer Hitler und haut ihm auf die Brust und sagt so, hier, das, um das geht es, das musst du dir merken, beherzigen und so weiter. Und jetzt kommt die Hand noch mal näher und steht der Hitler davor und fänkisch. Und das ist eine sehr aufgeregte Szene, wo er sagt, so, und das will ich und das muss so sein. Und das musst du dir mal für ein für alle Mal merken. Sag, da sehen wir die Hände noch mal, wie aufgeregt der Hitler da ist. Alles das fehlt in dem Film jetzt so. Und jetzt kommt die Szene mit dem Schreiben. Und was ist da drauf gewesen? Das ist natürlich interessant. Was war dem Hitler so wichtig? Aber der Blick danach,
wo er dann hochschaut, das ist ein Moment, der ist sehr interessant. Den habe ich damals nicht aufgenommen. Ich glaube, der war auch nicht dabei. Dieses, hier, habe ich jetzt gemacht. Das ist der Staun, der war. Man kann also durchaus sagen, dass Richard Wagner mit seinem Werk, mit seinem musikalischen Werk, aber auch mit seinen Abhandlungen in gewisser Weise ein Wegbereiter war. Die Nazis konnten dieses Werk nutzen, um ihre Ideologie zu rechtfertigen. Und da war natürlich Bayreuth und die Festspiele waren der ideale Ort. Das Musikgenie Richard Wagner prägte mit glühendem Antisemitismus seinen Zeitgeist. Er wünschte den Juden, dass sie in einer Aufführung des Nathan verbrennen und empfahl ihnen Erlösung, sein Hauptopernmotiv, durch Untergang. Die Sache mit dem Hitler ist natürlich an Bayreuth auch jetzt ein wichtiger Bestandteil der Geschichte. Und darum ist klar, wie man ja auch sieht an der Beschäftigung jetzt, ist es ja nicht nur Schlüsselloch, sondern es ist wirklich ein Zentrum, ein zentraler Blick auf zentrale Vorgänge. Und gerade am Fall Wagner, da kommt man doch an die Dinge ran. Was hat das ganze System eigentlich angetrieben? Was wollten die? Einerseits hier der Parseval und auf der anderen der Gral und dann plötzlich Auschwitz. Da sind wir dann an den Punkten, wo es interessant wird. Aber das ist ja eine Kernfrage. Hitlers Abgründe. Sie werden noch rätselhafter durch die privaten Bilder vom netten Besucher in Bayreuth.